So, Moment. Auch hier erstmal sicherheitshalber speichern. Ja, ich lasse mal den Eintrag Bench, ist egal. So. Warte mal rein in die gute Stube. Wenn ich denn darf. Okay, dann reden wir mal mit den Knaben hier. Also, was kann ich für dich tun? Hast du eine Ahnung, wo man Bunker 13 findet? Es gibt da einen Typen, diesen Pökel. Der behauptet, du hast ihm eine Karte geklaut. Was hat es damit auf sich? Dieser alte Trunkenbold. Das Einzige, was ich je von ihm bekommen habe, ist dieses Gemälde Velvet LV statt Bargeld. Eine Velvet LV? Kann ich das Bild mal sehen? Also, eigentlich wollte ich schon was dafür haben. Ich trenne mich davon für $10,000! Später vielleicht noch eine Frage. Cheese, Peng. Ich kann ihn ja mal hier direkt nochmal fragen, irgendwie. Das letzte Mal habe ich davon gehört, als sie mir damals Pökel hier reinschleppte. Sonnenstich. Sonnenstich hatte 3 Tage lang 2 und 4. Ach, der ist, das hat man schon mal gelesen, genau, mit dem Fieber und so weiter. Seine Hauptader, genau, Hauptader. Noch eine Frage. Ich suche Arbeit, weiß ich was. Ich glaube, da habe ich auch schon mal nachgefragt. So, noch jemand ganz Besonderen. Noch eine Frage. Danke. Gut. Ja, sehr schön. $10,000. Was soll ich hier denn hernehmen? Ich meine, gut, ich habe genügend Klamotten, die ich mit mir rumschleppe. Wenn ich die alle verkaufen könnte, da würde schon der ein oder andere Dollar bei rumkommen. Aber gut. Schließt die Brahmin-Tour ab? Habe ich das nicht gemacht? Gut, das ist klar. Töte die. Ja, das haben wir auch ausgeblendet. Schaffe den Zugang zu Bunker 15. Wer wird da genau? Schließe die Brahmin. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wieso? Was habe ich denn da jetzt wieder nicht richtig gemacht? Wir hatten doch mit allen gesprochen. Und er hat das ja dann auch entsprechend dann halt angenommen halt. Also, gut, er hat uns jetzt nicht unbedingt geglaubt. Dann ist das andere Problem, aber... er hat das erstmal so im Raum stehen lassen und meinte nur, wenn jetzt meine Jungs irgendwie rausfinden sollten, das wäre jetzt nicht das Richtige. Kann ich hier nochmal rein oder ist der jetzt Oh, alles klar. Ein bisschen verwirrt. Mal wieder. So schon wieder, was willst du? Ups. Ja, keine Ahnung. Also entweder habe ich doch irgendwas noch verkehrt gemacht mit der Brahmin-Geschichte. Aber ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht was, weil mit den Todeskrallen konnten wir ja nichts tun. Ja, außer, dass wir halt herausgefunden haben, dass das irgendwie komische Todeskrallen sind. Und ich habe ja versucht, den auch irgendwie hinterher zu gehen. Hat ja nicht funktioniert, also. Gut, ich lasse das mal so im Raum stehen. Aber vielleicht zumindest haben wir einen Teilerfolg. Wir haben das soweit abschließen können und ich habe dafür Erfahrungspunkte bekommen. Nun gut. Dann würde ich sagen, wäre die nächste Station jetzt allerdings das, was wir schon gemacht haben, nämlich uns ein wenig hier mit der Vault 15 zu beschäftigen. Ja, okay. Wo bekomme ich denn jetzt wieder meinen Stoff her? Hat derjenige oder derjenige oder hier konnten wir da was kaufen?
konnten wir hier nur einen Drink bestellen. Information, ich suche Arbeit. Du bist Mira, stimmt. Irgend so ein Bulle hat was über dich gesagt. Jack, diese Kanal hier, was spricht er denn so? Macht dir keinen Kopf deswegen, er ist tot, hat sich im Kraftwerk selbst in die Luft gejagt. Im Ernst, Donnerwetter? Wenn das mal keine erfreuliche Nachricht ist, sein Hirn dürfte eine hübsche Tapete abgeben, wenn schon zu sonst nichts getaugt hat. Komm, ich geb dir ein Red O-Waste aus. Danke, nett von dir, hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dich was fragen. Sicher. Bunker 13. Auch einer von diesen Spinnern, die nach versunkenen Schätzen suchen. Am besten gehst du zum Westin Ranch und redest mit Birkelbob, das kennen wir alle schon. Der labert den lieben langen Tag von irgendwelchen Schätzen. Muss den allerdings die Kehle gelegentlich ein bisschen nachschmieren. Ja, da habe ich rausfinden können. Ja, besten Dank. Ich werde dran denken. War eine Reaktion von der guten Dame hier. So, was mit ihm hier? Ey, das kleine Bleichgesicht ist wieder da. Warte mal. Die sind doch eigentlich auch so waffentechnisch meistens recht gut ausgestattet, die Mutanten. Ich mach das mal so, bar. Und dann gucken wir mal. Krabbel. Was hat er denn da? Was? Das muss ich eine Powerfaust. Die muss ich mitnehmen. Das hat sogar funktioniert. Ich sag noch, die sind manchmal ganz gar nicht mal so schlecht ausgestattet. Und dann finde ich hier so eine Fundgrube. So, da war ja noch mehr, ne? Er kratzt sich da angestrengt. Ja. Guck mal. Ich kratze auch, aber an anderer Stelle. Super Stimbeck. Aber auch. Speichern. So. Dann. Die Energiezellen. Das hat auch über sich ergehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Letzten Rest aus ihm rauszupressen. Sehr schön, das hat funktioniert. Ja, das kommt davon, wenn man mich beleidigt. Ne? Da bin ich dann sehr nachtragend. Super. Wir haben eine Powerfaust. Das war der Hammer. Dürfte ich sie vielleicht mal ein bisschen versuchen zu erleichtern? Ich bräuchte nämlich Schnaps. Ich weiß im Augenblick nicht mehr, wo ich den damals gekauft habe. Das kann natürlich einer von den vielen Händlern gewesen sein, die ich hier aufgesucht habe. Der da aus. Nehme ich mal gerne. Sehr schön. Was? Verdammt! Das schon wieder. Liebe Leute. Was du wollen? Wir bräuchten da mal so ein bisschen Austausch.
So. Ja gut, das Ding wird nichts wiegen, aber nehmen wir das Teil. Ansonsten, wie sieht's bei dir aus mit Stimpacks? Da kannst du eins gebrauchen, definitiv. Na, komm schon. So, tauschen. Das wär's erstmal. Wie sieht es bei mir jetzt aus? Inventartechnisch. Oh nee, das hat ja fast gar nichts gebracht. Uiuiui. Naja, ich meine. Ich glaube, ich muss erstmal ein paar Sachen verkaufen. Frage ist was? Ich habe unheimlich viel 10 mm. Patronen, die brauche ich in dem Umfang nicht unbedingt. Weil ich habe hier überhaupt keine 10 mm Waffe mehr, oder? Oder habe ich noch was im Anschlag? Nee. Ich zumindest nicht. Ja gut, da muss ich hier nochmal mit dem guten Was du wollen? Kollegen hier sprechen. So, er hat immerhin eine 10 mm Pistole, einiges an Munition. Zukommen lassen. 31, ja. Jetzt schieben wir ihn rüber. Und dann habe ich noch irgendwas, was schwer ist. Und was ich nicht unbedingt brauche. Schwer ist das vielleicht nicht unbedingt, aber auch das. Erstmal weg. So, tauschen. Hier dieses komische Klemmbrettgedöne und so weiter und so fort. Auch alles weg. Das wiegt zwar nichts, aber das müllt mir hier alles zu. So. Gewicht 4, oh Gott, ja, bringt das echt nicht. So viel kann ich nicht mit. Oh! Oh, er kommt jetzt selber auch an sein Limit. Okay, sprechen. Ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Gut. Er ist schon, oh, er ist schon überlastet. Ach, auch das noch. Kampfmesser. Das soll jetzt die beste Waffe sein. Ach, zu viel. Was wiegt das? 5. Das Messer die beste Waffe sein soll, da kann ich mir kaum vorstellen. Verdammt, da kombiniere ich nur beide. 10, so. Das geht. Nee. So, das wäre es erstmal. Dann muss ich mit
anderen Leuten von mir reden. Zum Beispiel mit ihm. So, tauschen. Das ist 10. Wie sieht es bei ihm mit Waffen aus? Okay. Hallo? So, das ist schon besser. Auch aus dem Hexe, 4 Stück, das sollte eigentlich erstmal reichen. So. Okay. Wie sieht es bei ihm aus? Ja, auch so ziemlich an der Grenze. Abgesägte Schrotflinte, alles klar, das ist schon mal in Ordnung. So, dann tauschen. Braucht er Steampacks? Nö, sieht nicht so aus. Hab ich da hier nochmal diese Kleinkram aufs Auge gedrückt. Brauchen wir auch nicht mehr. Gewicht 2, ja. Ansonsten. Er hat 60 Schuss. Ja, gut, das sollte erstmal reichen. Jo. Okay. Dann erstmal hier auftauschen. Und auch hier die beste Waffe. Okay, das hätten wir erstmal soweit. So. 155. Da geht nicht mehr ganz so viel. So. Ja gut, das schenke ich mir. Aber das Teil würde ich ganz gerne mitnehmen. Das hat auch funktioniert. Dann habe ich da wieder ein bisschen Nachschub. Und nein. So. Und die kleinen Steampacks würde ich auch noch mitnehmen, ganz gerne. Oder auch 2 mehr, wenn das denn geklappt haben sollte. Das hat funktioniert. Last not least. Die Knete. Upsala, die Knete nehmen wir auch mit. Wenn wir das Ganze behalten. Hervorragend. So, okay. Ja, jetzt habe ich wieder meine ganzen Leute hier im Weg stehen. Das ist weniger hervorragend. Aus demselbigen, bitteschön. Geht immer noch nicht. Nicht, darf ich, soll ich, der steht jetzt ganz besonders gut. Oh, jetzt kommen wir langsam hier durch. Mann! Unnötig schwierig gemacht hier. Ja, verdammt, wo kriege ich denn jetzt den Schnappes noch her, den ich dummerweise abgetreten habe? Ich glaube, da werde ich nicht fündig werden. Der hat nur Essenssachen, die man wahrscheinlich nicht echt essen möchte. Was? Karre. Wo sind denn meine Leute wieder?
So, okay. Wie sieht das mit ihm hier aus? Was hast du zu bieten? Geld, ein bisschen. Was ist das? 2 mm IC. Nadelpistole, Patronen. Und ansonsten, boah, nicht so viel. 202. Man würde eigentlich so ein Teil kosten, jetzt nur mal so Interesse halber. 2400. Nicht übel, Herr Dübel. Was macht so ein Messer? 165. Ja, komm. Nutzt das eh nicht. Und ansonsten haben meine Leute welche, also wenn ich da unbedingt drauf zurückgreifen muss, dann sollte das zu machen sein. Okay, jetzt war das Messer schon mal los. Und ich bin ein paar Dollar reicher. Da haben wir jetzt mittlerweile 4 Stück wieder von. Sehr gut. Ja, was ist hier mit? 2. Brauche ich die für irgendwas? Ich halte die erstmal noch fest. Man weiß nie, ne, für was man irgendwie so einen Timer gebrauchen kann. Wahrscheinlich gar nicht, aber gut. 30 Stimmwechs mittlerweile. Schön, 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 schön. Ja, sonst reden. Und das war ein guter Tausch. Goodbye. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. So, erstmal hier Waffen im Anschlag. Und dann auf und davon. So, und zwar müssen wir oder sollen wir zur Vault 15. Schwumms, die Wumps. Da sind wir wieder. Achso, ja, egal. Wir machen das so schnell wie möglich. Sie, Rebecca, genau. Willst du mit mir reden? Natürlich ist es umgestört. Geheiligt, wenn es voll gut zu halten. Okay. So, wie gesagt, das kennen wir alles schon. Das jetzt halt, ich muss halt das Ganze hier nochmal durchkaspern. Leider, leider. Was gibt es denn hier und was? Werde ich das sagen? Okay, Bunker 13. So. Problem. Bla bla. Ich versuche dir zu helfen. So. Genau. Hinterher, hinterher, hinterher. Ich weiß ja jetzt auch wieder, wo Osten ist. Und Westen ist. Und so weiter und so fort. Ich mich jedes Mal. Das ist eine Lachnummer. Sollte sie uns jetzt hier nicht ansprechen? Dann spreche ich sie mal an. Vorbeilaufen sehen, alle. Genau. So. Und damit haben wir das auch. Dann erstmal, vorsichtig, aber nochmal speichern.